Okay, Freunde, da sind wir. Herzlich willkommen beim neuen Part. Let's get a Platin Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei den letzten zwei legendären Schiffen. Das eine war ja ein ganz schöner Gewaltakt. Habt ihr ja mitbekommen, ne? Für die Leute, die es geguckt haben. Boah, das war echt brutal. Das war so brutal. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Hammerhart war das. Puh. Mal gucken, wie die anderen drauf sind. So, dann gucken wir mal. Ich habe jetzt schon Angst, ein wenig. Was da auf mich zukommt. Entschuldigung. Was haben wir hier? Ob es da jetzt auch wieder neblig ist und regnet und schneit und stürmt. Hundertprozentig. Ich sehe jetzt schon neblig. Was ist denn das Rote? Ach, das ist der Mond oder was? Ja. Das hinsetzen, so Freunde. Widme mich jetzt komplett dem Part, wahrscheinlich diesem einem Schiff hier. Weil mich jetzt einfach zerbersten wird. Das würde ich in der Luft zerfetzen. Unfassbar. Aber das steigert natürlich den Schwierigkeitsgrad der Platin-Trophäe wieder ins Unermessliche. Dieses legendäre Schiff, ich meine. Storymäßig ist das Spiel ja eigentlich ganz einfach. Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Und, klar gab es hier und da mal auch noch Probleme, aber diese Dinger, die sind brutal, Freunde. Die sind einfach brutal. Oh, scheiße, mit Brick. Das bedeutet nicht dran lassen. Ich muss die mit... Ah, okay. Oh, die hat ja nicht so viel. Das ist geil. Komm. Scheiße, zu spät. Okay, ich glaube, die will mich als nur rammen. Huh? Kann das sein? Das bedeutet, ich muss die immer wieder mit Dings abwehren. Oh, shit. Oh, ich sag mal so, die Brick ist jetzt nicht so die stärkste im Schuss. Arbeiten dran, Sir! Bereit machen für Aufnahme! Pfeffer eingesteckt! Feuer! Scheiße, zu früh. Wow, chill mal, Wilma. Bereit zu feuern! Nicht getroffen. Na guck, die macht mir fast gar keinen Schaden. Frontal ist natürlich die Herausforderung jetzt hier. Ich mache auch nicht gerade so viel Schaden. Wie kann ich das am besten stoppen? Wie kann ich ein Schiff am besten stoppen, was voll auf mich zurast? Ich meine, mit den Ketten geschossen ist ja klar, dann bremse ich die ab. Aber wenn ich frontal auf die auch zurase, wird sie wahrscheinlich die stärkere sein. Wie gehe ich vor, Freunde? Hey, Schiff gesichtet! Oh, ein
eine Bestie. Ich werde jetzt gleich mal von Anfang an einen Mörser schießen. Ist ja eh noch ein bisschen weit weg. Dann habe ich ja schon mal ein bisschen Schaden gemacht, ne? Katastrophal. Katastrophaler Schaden. Ein bisschen runter in die Bude hier. Ja, das war gut. Das war nicht schlecht. Jetzt will die wieder mit ihrem Rammsporn kommen. Ich muss nur probieren, den Rammsporn irgendwie auszuweichen. Das wird die Herausforderung hier sein, wahrscheinlich. Die schmiedet auch auf mich ein. Das ist unfassbar. Bereit zum Feuern, Captain! Gebt den Wind drauf! Feuer! Jetzt hab ich's noch. Ja, wie schmeckt dir das jetzt, ne? Praktisch, was ich jetzt mache hier. Aber so kann ich sie stoppen. Ich hab's raus, Freunde. Ich weiß, wie ich es machen muss. Frage ist nur Geschick. Ist jetzt ein bisschen geschicksabhängig. Von der Seite muss ich jetzt haben. Macht es wieder, wie immer. Hm? So kann ich sie stoppen, Freunde. Das könnte das Rezept sein gegen die El Impoluto. Es könnte sein. Es muss nicht, aber ich mache auf jeden Fall mehr Schaden wie. Also, probiert es abzauen oder was? Geht mal lieber, dass ich mal so ein bisschen so einschätzen kann. Freunde, was hat sie vor? Sie will mich wieder rammen, hä? Huh? Ja, klar will sie mich wieder rammen. Was soll sie doch kommen? Sie kommen auf uns zu! Hoffen wir was. Scheiße, bin ich doch getroffen. Verdammte Hacke. Die Bomben als Gruß nochmal hinterher. Der letzte Showdown oder was? El Impoluto. Das war ja schwach, eher. Geschafft. Huh. Gut. Die ging früher down als die andere. Okay. Bleibt nur noch eine. Nur noch ein legendäres Schiff und das erwartet mich da oben. Huh. Aber es macht richtig Spaß, Freunde. Ich liebe das ja. Das ist ja wie bei, ich weiß nicht, ob es das unter euch gibt, Final Fantasy Fans. Wo eigentlich so alles recht, ja, ich sag mal, gemachlich abläuft. Also so ganz normal abläuft. Aber dann so optionale Bosses dabei sind, die einen einfach alles wegbürsten. Das ist unfucking fassbar. Aber hier, das ist schon... Jetzt mache ich erstmal die Herstellung mit dem Dings, dass ich es mal hinter mir habe. Das ist ja echt... Wahnsinn.
Willst du in Frieden leben, mein Freund? Wie gesagt, stelle ich das jetzt erstmal her, dass das mir jetzt mal nicht aufhält, auf die Nerven geht. Ja, mach von mir aus. Have you business to contract with me? So, kaufen. Munition. Ufülle. 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 Nicht zu reparieren, ehrlich? Meine Frage ist, ist das Outfit? Nee. Ich finde, das sieht fast so aus. Bisschen wie von diesem einen Bild. Wallpaper. Nur die Kapuze fehlt halt noch irgendwie. Aber mir gefällt. Ja, die sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Will ich eigentlich nichts zu sagen, aber. Ich bleib doch bei der Templer-Montur. Ich finde die so genial. Ich frage mich, warum ich die hab. Oh, erhalten für die Auffindung einer habe ich echt schon eine soziale Truhe entdeckt? Bin ich ja nicht irgendwie so ganz von überzeugt. Aber gut, wenn sie meinen. So, dann gucken wir mal. Halten wir uns mal an den Plan. Und gucken wir uns das letzte legendäre Schiff an. Was das alles drauf hat. Warum? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch verbessert und da hat er zu mir gesagt, ja, es gibt nichts zu verbessern. Jetzt laufe ich mit einer Leiste rum oder was? Ja, soll mich das Schiff halt mal abschlachten, dann kann ich mir halt schon mal ein bisschen Plan machen, wie ich vorgehen könnte. Oh, auf einmal dreht sich der Wind nur und es regnet wieder. Ach nö. Und eine Riesenwelle. Zwei Kriegsschiffe, Captain! Was? Zwei? Zwei? Oh shit. Boah, jo! Scheiße. Alter, ich bin... Sorry, aber ich bin gefickt, Freunde. Ich glaube, das war's. Scheiße. Zwei Stück. Ich habe ein Problem. Zwei Stück. Jetzt echt, Sherlock? Und die Augenmörser? Was machen die? Was lohnt, dass ich hier rammen kann? Ja gut, mache ich eigentlich gut Schaden. Ja gut, ich mache eigentlich relativ schönen Schaden. Jetzt kümmere ich mal. Boah, heißt ja noch Gegenwind. Scheiße. Zwei Stück. Die nehmen wir mit. Die hält mehr aus, oder? Ich komme jetzt nur so vor. Von wo schießen sie? Von da hinten. Okay.
Coin Solving. Oh. Mich selbst gerammt, die Idioten. Macht euch bereit! Feuer! Ich hätte getroffen. Okay, gut, ich mach doch gut Schaden. Aber ich schaff's wahrscheinlich trotzdem nicht, weil ich nur einen Leister hatte. Na gut, damit kann ich erstmal leben. Die hole ich mir jetzt. Seite kommen. Okay, die hätte ich schon mal. Aber die schaffe ich einfach nicht. Da habe ich zu wenig Power. Wer weiß, was jetzt mit der abgeht. Guck mal, die brennt. Die will mich haben. Scheiße. Boah. Wollt die mich haben? Scheiße. Okay, jetzt hoffe ich mal, habe ich mehr Leisten. So, so gesehen kann man ja eigentlich sagen, ich habe eigentlich nichts, nur eine Leiste verloren beim Kampf gerade eben. Also das ist die Taktik, Freunde. Einen rauspicken, konzentrieren. Mörser erstmal drauf feuern. Die haben keinen Mörser, das ist natürlich sehr gut. Hab ich noch getroffen? Scheiße. Nicht getroffen. Dass ich ein bisschen weniger hab. Ich muss halt gucken, dass ich hier rammen kann. Das ist das Wichtigste erstmal. Shit, das geht natürlich richtig ab. Zack, zack. Ich muss flüchten. Nein, ich muss hier arbeiten. Ich die ein bisschen Schach halten, dass ich die wieder rammen kann. Scheiße, der Wind auch noch. Jawoll. Jetzt mal kurz anschwächen. Mörser nochmal drauf schießen. Ja, jetzt hau die wieder ab. Die Ente macht gar nichts gerade, ne? Komm, schieß. Gleich hab ich's dann. Okay. Eins. Okay. Die Ente brennt jetzt. Das ist jetzt ein bisschen... Was mache ich jetzt, Freunde? Was mache ich? Ich muss hier auf jeden Fall... Oh, shit. Okay, er hat jetzt verbesserte Sachen. Das ist natürlich scheiße. Kann mich auch gut schaden. Mach doch. Ah, es wird wieder so knappig, dappig. Haben Schaden genommen. Haltet euch fest. Die rammt nicht aus, ey. Ich bin nicht weg.
Nein, nein, nein. Nein, fast hätte ich es geschafft. Ah, ist die anderen auch so gut? Ich weiß nicht. Vielleicht kümmere ich mich erstmal um die andere. Ich teste es mal aus. Zwei Stück. Scheiße, fast hätte ich es geschafft. Oh, dieser Doppelwind, ne? Der nervt auch ganz schön gewaltig. Huh. Erstmal Mörser drauf wieder. Sie fahren direkt auf uns zu. Die sind uns überlegen. Warum drehe ich die jetzt so ab? Wohin, Freundchen. Du bleibst erstmal schön hier. Beeilen uns, Sir. Feuer! Da, da sind Feuer! Feuer! Ja! Feuer! So hart kann ich es kriegen. So ist es, Freunde. Feuer! Ja! Feuer! Von der Seite nochmal ran. Komm, 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 schieß, 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 schieß. Warum habe ich denn so viel Schaden eingesteckt? Die ist jetzt auch im Boss-Modus quasi. Passt mir eigentlich auch gar nicht. Eine. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Schuss die immer hat, das ist das Problem. Wieder ab, ey. Ich kann die gerade nur mit dem Mörser treffen. Jetzt, was anderes geht hier auch. Wo will die denn hin? Komm auch nicht gerade an die dran. Ja, klar, so wenig Power. Die ist so ein Helm, so ein Power-Modus. Was ist, wenn ich beide so ein bisschen anhitte? Zwei Kriegsschiffe, Captain! Wenn ich beide so ein bisschen anhitte, wisst ihr, wie ich meine? Weil jetzt sind die ja noch so ein bisschen... Lassen wir die Muse mal sprechen, quasi. Ich möchte dann herbei, dass ich nur noch zweimal oder sowas auf die drauf schießen muss. Feuer! So. Feuer! Feuer!
hier rein. Nochmal, weil es so schön ist. Nochmal, bam, hier in die Seite. Obwohl, ich kümmere mich doch jetzt erstmal um das eine. Dermaßen viel. Wir verkaufen Panzerung! Macht euch bereit! Segelsetzt, Bewegung! Ich schaff das, so schaffe ich das nicht. Ja, so schaffe ich das nicht. Ich versuch's jetzt nochmal. Einmal. Muss es denn nochmal so schwer sein? Ich meine, das ist ja eigentlich nicht schwer, aber sobald eine tot ist, ist der andere im Rage-Modus. Dass ich dann einfach nichts mehr machen kann. Deswegen probier's jetzt einfach mal so. Sogar wenn ich mit Kettengeschosse. Also, guck mal, Freunde, so kann ich Geld machen. Das ist ein kleiner Bug. Sie fahren direkt auf uns zu. Die sind uns überlegen. So viel Segel wie ihr könnt. Sind bereit, Sir. Ein bisschen vorschwächen, wie eben. Arbeiten dran, Sir! Feuer! Jetzt kümmere ich mich erstmal um den anderen. Ich das mal aus, ob das funktioniert. Sollte eigentlich funktionieren. Ich habe bei dem einen so viel gebraucht, bei dem anderen so viel. Oh nee, jetzt habe ich... Oh nee. Jetzt hatte ich diesen Gegenwind gehabt. Scheiße. Scheiße, der musste gerade im beschissensten Moment kommen. Will ich flüchten oder was? Schon wieder. Wann kommt der denn immer im beschissensten Moment, ey? Der scheiß Doppelwind. Wo willst du denn hin? Bleib doch mal hin. Kollege. Dann war es das mit dem, hoffentlich. So, jetzt kümmere ich mich um den hier, ne? So. Halt den so ein bisschen auf. Ich hoffe, es kommt mir nichts wieder dazwischen. Oh, Gegenwind. Voll Rückenwind. Boah, episch! Jawoll! Feinde zerstört!
ihr eigenes mit voller Wucht zu rammen. Halten Sie L1 nach vorne und drücken Sie zweimal kurz auf X. Teufel der Karibik. Ah. Geil. Okay, Freunde, dann habe ich... Ich glaube, wieder Power. Nee. Oh, geil, Freunde. Okay, dann mache ich jetzt mal einen Cut. Oder? Wir gucken uns... Nee, Freunde, wir gehen jetzt erstmal nach Nassau. Gucken uns alles an. Was ich hier erreicht habe. Wo ist Nassau? Hier. Und dann wird gefeiert. Dann wird sich nämlich um Online-Trophäen gekümmert. Boah, bin ich glücklich, Freunde. Ich bin so happy, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war richtig geil. Richtig geil. Okay, Freunde. Dann gucken wir nochmal den Offline-Fazit. Mich auch erstmal versichern, dass wirklich Offline-Trophäen alle gemacht sind. Deswegen gucken wir nochmal im On-Trophäen-Modus. Oh, hätten wir das auch geschafft. Alle Offline-Trophäen, hoffentlich. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Lass uns mal alles kurz laden. Das ist mit dem Plus, ist ja DLC. Das hat uns ja erstmal nicht zu interessieren. Ist ja nicht relevant für die Platin-Trophäe. Gucken wir mal. Spielen Sie jeden Spielmodus online. Online. Online, 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 nur noch online. Sehr geil. Okay, Freunde. Die Fortschrittsanzeige, Mann. 90, oder fehlen noch 2 Stück oder 4 oder irgendwie sowas? Fehlen noch so ein paar? 2 Stück. El Imblutula Darkman, die war badass. Die war einfach nur badass. Die war auch badass. Ja gut, die ging eigentlich, wenn man das so, wenn man jetzt sich nicht so dumm angestellt hat wie ich eben. Also geht die eigentlich auch, und die war die ist einfachste, fand ich. Was haben wir? Das ist in die Tavernen, habe ich auch alle. Mayas Dillen habe ich auch alle. Aussichtspunkte auch. Küstenforts auch. Fehlen noch diese 2 vergrabenen Schätze. Die habe ich eigentlich wenig. Das sind dann diese Inseln. Und Hauptinseln halt. Marienaufträge, gut, Assassinenaufträge könnte ich auch noch machen, das ist jetzt kein Ding. Jetzt hätte ich alles auf 100%, nur halt hier, das ist das Hauptproblem, Fundstücke, ne? Unkariert und sowas. Jo. Stergo-Herausforderung. Ist auch nochmal durch. Habe ich fast gar nichts irgendwie. Jedes Minispiel einmal gewinnen. In Minispielen 2000 Relais gewinnen. 10. Alle Ziele für Kenways Flotte. Cheats. Okay, Freunde. Dann verabschiede ich mich hier von euch. Hoffentlich hattet ihr Spaß bei dem Offline Assassin's Creed 4 Black Flag. Puh. Und dann widmen wir uns jetzt an die Online-Trophäen, die jetzt wahrscheinlich hier die Tage auch nochmal irgendwann hochgeladen werden. Euer Neon Years Out. Ach ja, noch was zu Online. Da werde ich noch was zu sagen wahrscheinlich. Das werde ich nochmal zwischendurch irgendwann hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das schon hochgeladen habe oder es noch werde. Auf jeden Fall haltet die Ohren steif, Freunde. Und euer Neon Years Out, lasst hinter dem Schritt. Yes, sir.